Hallo, ich heiße Jevzibnara. Gehen wir weiter. Zeit ist 11 Abend. Dann will die Brüder weiter. Schilder des proletarischen Lebens und der revolutionären Bewegungen. Roman-Trilogie Verwandte und Bekannte. Die Väter, die Söhne, die Enkel. Die Enkel habe ich gelesen, aber auch andere auch. 1948, 1953. Die Väterauszug. Das Ernst-Drucker Theater am Spielbudenplatz auf St. Pauli, ein ausgesprochenes Volkstheater, hatte als Publikum Seeleute, Hafenarbeiten, Fischhändler, Straßenverkäufer, Hören und die dargebotenen Schauspiele waren burlesken Posen. Meistens im hamburgischen Platt. Derb und wichtig gesund. Der Schubejak auf der Bühne bekam am Ende Prügel und die arme Unschuld wurde erlöscht und erhört. So gefiel es diesem Publikum, das mit Beifall nicht geizte und oft am Schluss der Vorführungen den Schauspielern statt Blumen eine Runde Bier spendierte oder einen dicken Räucherl hinaufreichte. Räucheral, Würstchen. Ich mag. Nun, einer der Dramaturgen dieses Volkstheaters war vor Jahren auf den Gedanken gekommen, die Gretchen-Tragödie aus dem Faust herauszuschellen. Um zur Aufführung zu bringen. Vielleicht fehlte ihm gerade ein Stück. Vielleicht wollte er dem Volk auch einmal erste Kost bieten. Die Aufführung würde dann auch ernst und aufmerksam aufgenommen. Laute Klagen der Schulen aus der Reihen des Publikums, als gröten sich in Gewissensquellen wand. Und beim Klatsch der Mädchen am Brunnen schrien einige Männer erregt. Jojo, so ist das. Düse verdammten Klatschwieder. Am Schluss aber gab es so einen mörderischen Skandal, wie ihn das alterwürdige Theater noch niemals erlebt hatte, in dessen Verlauf das entrüstete, biedere Hamburger Publikum einen vollständigen Sieg über Goethe davontrug. Als Dr. Faust sein Gretchen im Kerker zurücklassen und sich mit seinem Teufelsbegleiter aus dem Staube machen wollte, half es absolut nichts, dass eine Stimme vom Himmel rief, sie sei gerettet. Das war den Hamburgern, in denen noch ein Gefühl für Recht und Gerechtigkeit lebte und deren Herz für die Unschuld schlug, nun doch ein zu mystischer, unsicherter Trost. Männer wie Frauen erhoben sich aufs Höchste empört und schrien: Was hat Herr gerettet? Das ist Mumpitz, Herioden, Salhese. Heroden, Salhese. Herr mit dem Doktor, sie soll sie Heroden, Heroden. Das Publikum schrie im Chor: Heroden, Heroden, Heroden. Schreckensbleich stürzte der Regisseur auf die Bühne und bat um Ruhe. Er wies darauf hin, dass dieser Schluss nicht von ihm stamme, dass ihn vielmehr Goethe nun einmal so gedichtet habe. Er würde niedergeschrien. Was hätte hier Goethe? Das sind nur Utreden. Heiraten soll he sie. Heiraten, heiraten.
Endlich traten Gretchen und Dr. Faust, der Letzter wie ein Zerknitscher, reuiger Sünder vor den Vorhang. Als es im Zuhörerraum still geworden war, begann der Doktor: Verzeih mir, Gretchen, ich habe schlecht an dir gehandelt. Ich will es gut machen, darum frage ich dich: Willst du mich heiraten? Und Gretchen antwortete leise: Ja, Heinrich. Darauf gaben sie sich den Hand und küssten sich. Die korrigierte Schlussszene wurde mit unbeschreiblichem Jubel aufgenommen. Ja, Gerechtigkeit. Sehr gut. Mehrere Male mussten Faust und Gretchen vor den Vorhang, um sich vom Beifall des nun vollkommen zufriedengestellten Publikums überschütten lassen. Der Gastwirt vom Roten Finken in der Finkenstraße auf St. Pauli lud alle Schauspieler zum Freibier ein. Gretchen bekam einen Blumenstrauß und Faust eine Handvoll Zigarren auf die Bühne gereicht. Das war der Theaterskandal, den Hardekopfs miterlebt hatten. Und noch heute empfand Frau Pauline Genugtuung darüber, dass durch die Stimme des Volkes dieses unmoralische Stück einen anständigen Schluss erhalten hatte. Ja. Beantworten Sie folgende Fragen: Was für ein Theater war das Ernst-Dücker-Theater? Es war Volkstheater, Arbeitertheater, sogenannt. Dort kommen, gehen ins Theater Arbeiter, Hafenarbeiter, Huren, Fischhändler, Straßenverkäufer, Seeleute. Welches Publikum besuchte das Theater am meisten? Ich sagte: Was inszenierte der Dramaturg des Theaters? Der Dramaturg inszenierte gewöhnlich verschiedene Volksstücke wie einfache Stücke. Burlesken Schauspiele waren Burlesken Posen, meist im Hamburgischen Platt, derb und wichtig gesund. Und einmal inszenierte der Dramaturg des Theaters ein Stück von Goethe, Faust. Welches Ende hatte die Geschichte bei Goethe? Schlechtes Ende. Heinrich verließ Gretchen im Kerker. Aber Menschen wollten das nicht. Sie wollten Gerechtigkeit. Was würde das Publikum? Die Gerechtigkeit heiraten. Welchen Ausgang fanden die Schauspieler? Die Schauspieler fanden Ausgang, dass sie sollten heiraten, sie sollten machen, was Leute förderten. Wie wurden die Schauspieler vom Publikum belohnt? Schauspieler bekamen von dem Schauspieler bekamen von dem Publikum
Bier im Garten, im Biergarten und Zigaretten, Handvoll Zigarren. Blume A und Gretchen bekam einen Blumenstrauß. Worüber empfand Frau Pauline Hardikow Genugtuung? Hardikows miterlebt hatten noch heute empfand Frau Pauline Genugtuung darüber, dass durch die Stimme des Volkes dies unmoralische Stück einen anständigen Schluss erhalten hat. Dass Gerechtigkeit gewonnen. Wie fährt der Auszug? Tucholsky. Borchert. Oh! Die Väter, Auszug. Hermine Hardikow konnte sich in ihrer neuen Wohnung durchaus nicht glücklich fühlen. Von niemandem mehr wurde sie bedient. Sie musste das Essen für sich, ihren Mann und ihr Kind selber kochen, musste die Wohnung sauber werden, Einkäufe machen. Es gab keine hilfsbereite Schwägerin mehr, zu der man sagen könnte: Friede, mach dies, Friede, mach das. Und vor allem mit einem recht kleinen Haushaltsgeld musste sie wirtschaften und alle Ausgaben bestreiten. Sie kam sich vor wie das gepflasterte und glücklichste Geschöpf auf dem weiten Erdenrund. Ungeschickte Hände hatte sie, sie mochte sich noch so quälen, die Wohnung kam nie in Ordnung. Und kein Mittagsmahl gelang ihr. Während der Mond ihrer Schwangerschaft bei Brentens hatte sie das Nichtstun so gründlich genossen, einen Roman nach dem anderen gelesen, alle Sorgen von sich ferngehalten, da sie eingetretenen Veränderungen ihrer Lebensweise sie umso schwer trafen. Die ersten Tage und Wochen war sie noch zu ihrer Mutter gerannt und die hatte hier und hat dort helfen, aushelfen müssen. Schließlich war es aber auch zu viel geworden, sie hatte ihr Tochter zu verstehen gegeben, dass sie sich allein zurechtfinden müsse, denn ich habe eine eigene Familie zu versorgen. Da hatte eine Zweijung von Mutter und Tochter gebracht. Das Ergebnis, Hermine würde noch einsamer, noch hilfloser, noch verbitterter, noch unlustiger. Ihr Mann hatte ein leichtes Leben, kein leichtes Leben. Täglich musste er hören, dass er nicht genug verdiene, um eine Familie zu erhalten. Dass sie bereue, geheiratet zu haben. Dass nach allem Unglück nur seine egoistischen Verwandten Schuld trugen. Dass sie das unglücklichste Weib auf dieser Welt sei. Dass sie ihn sich alle hasse und verfluche. In wenigen Monaten war Ludwig Hardikow im Jahre gealtet. Ein hinfälliger Mann geworden. Still geduldig ertrug er sein Los. Wenn Hermine zeterte, widersprach er nie. Auf der Werf schuftete er, um die höchsten Akkordsätze zu erreichen. Was ihm zuweilen auch gelang, nie indessen gelang es ihm, seine Gattin zufriedenzustellen. Er sparte an allem, verbrachte nichts für sich. Er lief morgen zu Fuß von Winterhude nach dem Hafen, um das Geld für die Straßenbahn zu sparen. Er hungerte, damit sie und das Kind genug hatten. Es nutzte alles nichts. Ihr war es nie genug. Freitags musste er ohne Butterbrot zur Arbeit gehen, weil eben das Wirtschaftsgeld für die Woche schon verbraucht war. Hermine schimpfte oftmals selbst auf sich und nannte sich eine ungeschickte Krücke. Andere Frauen ging alles so leicht von der Hand, dann aber blickte sie auch wieder verächtlich auf diese Frauen, die nichts als nähen, Kochen reinmachen können, denn im Übrigen Ungebildeten beschimpft werden, nichts von
Lebensreformen, Vegetarismus wussten und vor allem nicht so viele gute Romane gelesen hatten wie sie. Hermine gehörte seit langem dem Verein der Bücherfreunde. und hat eine stattliche Reihe Bücher mit in die er gebracht, sowohl belehrende wie unterhaltende. Kein Wunder, dass sie täglich erneut staunte. Was für eine kluge Frau er hatte. Dann wann erzählte Hermine ihm, was sie gelesen hatte. Der Ärmste kam nicht dazu, selbst eins in die Hand zu nehmen. Gegenwärtig war sie ganz hingerissen von dem neuen Roman Hermann Löns. Das zweite Gesicht, seelenvoll und doch männlich, nannte sie das Buch. In den Romanhelden, den Jägersmann und Kunstmaler Helmut Hagenrieder war sie geradezu verliebt. Herr hier auch war das ein Mann, ein wirklicher, ein grandioser Mann. Er strotzte vor Kraft. Und dieses Selbstbewusstsein, dieses Draufgängertum. Wenn der die Füße ballte, die Arme reckte und die Brust, diese heldische Brust, dehnte und sehnsuchtsvoll ausrief, einen Krieg, den müsste ich doch erleben, aber aktiv. So verstand sie das vollkommen, denn das war männlicher Kraftüberschuss, der sich einladen müsste, das war Auflehnen gegen das spießerische Design. Und wenn Ludwig das nicht begriff, dann war nur seine Dummseligkeit daran schuld. Nachdem Hermine in diesem Roman gelesen hatte, dass jener Kraftmensch Hagenrieder von einer idealen deutschen Frau verlangte, dass sie sich ausschließlich dem Mann der Küche und den Kindern widme, und dann nahm sie sich ernsthaft vor, auf das Kochen noch mehr Mühe zu verwenden, ihren Ludin einmal tüchtig zu überraschen. So kochte sie eines Tages anstatt des üblichen Reisbreis mit Rhabarberkompott oder Haferschleim. Mit getrockneten Bananen ein luxuriöses Gemüseragout. Da es noch wenig Frischgemüse gab, kaufte sie Konserven, Erbsen, Blumen, Kohl, Spinat, Karotten. Es wurde eine teure Mahlzeit. Aber Ludwig soll einmal sehen, was sie können, wenn man sie aus dem Vollen wirtschaften ließ. Und diesmal kochte sie ausnahmsweise mit Lust und Vergnügen. Er sollte Augen machen. Und der magenkranke Ludwig machte Augen, als er den farblosen Punch mit geheimnisvollen Lächeln vorgesetzt bekam. Was ist denn das? Fragte er, wie einer, der fürchtet, vergiftet zu werden. Probier nur, flüsterte sie. Ludwig Kummer gewöhnt, ergriff mannhaft seine Gabel und begann zu essen. Es war genießbar, es sah nur etwas unappetitlich aus. Sein Magen war aber wohl in letzter Zeit besonders in Unruhe geraten. Ihm wurde schlecht. Er legte die Gabel hin, da begann Hermine zu toben, zu schreien, zu weinen. Nun habe sie sich mal besonders Mühe gegeben und das sei der Dank dabei, koste die Mahlzeit. Die mit bester Nussbutter angemacht sei über 4 Mark. Ludwig griff noch einmal zur Gabel, schloss die Augen, würgte einige Bissen herunter, aber er musste wieder aufhören. Sie weinte und er hungrig und elend tröstete sie. Ludwig war ein schweigender Dulder. Zerpila был Zerpila. Nur früh morgens, wenn er
Schlaftrunken und unglücklich andere Alster entlang der Arbeitsstätte zu trottete, knurrte und murrte er wohl vor sich hin und hadelte mit seinem Schicksal. Hadelte. Er war jedoch zu stolz, anderen gegenüber sein Unglück einzugestehen. Erkundigte sich seine Schwester, wie es ihm in seiner Familie gehe, so antwortete er: Oh, soweit recht gut. Einmal fragte ihn seine Mutter, warum er jeden Morgen aller Herrgotts früh zu Fuß nach dem Hafen hinunterlaufe, wo es doch eine schnelle und bequeme Fahrverbindung gäbe. Ludwig antwortete: Ich höre morgen so gern die Vögel singen. Und als er den ungläubigen Blick der Mutter bemerkte, fügte er verlegen lächelnd hinzu: Du weißt doch, ich bin ein alter und unverbesserlicher Naturschwimmer. Dann wanderte ich wohl auch wieder sonntags ins Grüne? Fragte Frau Hart und bestätigte es: Ja, sehr oft. Da erholen wir uns. Wie locker Ludwig, um sein Unglück zu verheimlichen. Niemals mehr war er, seit er geheilt hatte, ins Grüne gezogen. Hermine schlief auch sonntags bis in den Mittag hinein, war viel zu bequem, erschöpft von ihrer häuslichen Plackerei, wie sie sagte, und an Ausflügen noch Vergnügen zu finden. Und dann war das Kind ja da ein lästiges Anhängsel für Naturfreunde. Digital. Ja, sehr guter Roman, ich weiß. Ich habe das gelesen. Sehr interessant. Aber weiter gibt es mehr interessante Roman. Bernhard Schlink. Das liebe das. Bernhard Schlink, der Vorleser. Ich werde das analysieren. Also auch. Nein. Sie hockten alle Abende zu Hause. Ihr einziges Sonntagsvergnügen war, nachmittags mit dem Kleinen eine Stunde am Kanal zu spazieren. In wenigen Wochen war Hermines neue Wohnung verschmutzt in heilloser Unordnung. Zum Abendessen wurde kein weißes Tischtuch mehr aufgelegt, was Hermine so vornehm gefunden hatte, als würde es noch waschen müsste. Jetzt, da sie ihre Tischtücher selber zu waschen hatte, kam flugs ein kariertes Wachtuch auf den Tisch. Ist ja proletarischer, meinte sie, aber praktischer. Ludwig bekam Brei, Schleim und Punsch, dazu getrocknete Pflaumen oder Bananen auf die mit Nussbutter bestrichene Brotschnitte, eine Scheibe süßen Früchtebrots. Haferschleim nährt und heilt deinen Magen, sagte sie. Iss, Ludi, iss. Ihr Ludi wurde fauler und hagerer, sie selber lebte vor allem von Kuchen und Bohnenkaffee. Süßigkeiten aß sie für ihr Leben gern. Aus einem kräftigen, schmackhaften Mittagessen machte sie sich wenig. Bei diesem Leben war sie noch dicker und unförmiger. Sie ging nicht, sie watschelte nur noch. Ewig klagte, stöhnte, seufzte sie und war glücklich, wenn sie bedauert würde. Alles tat sie unlustig und mürrisch. Wenn ihr etwas misslang und ihr misslang fiel, verfluchte sie daran, entschuldigen nur sich nicht. Ja.
Ich weiß, wer es. Wer ist es? Ich weiß. Nicht bin. Beantworte die folgende Fragen. Warum fühlte sich Hermine Hardekopf in ihrer neuen Wohnung unglücklich? Weil sie war Frau und sollte alles bei sich machen. Sich selbst machen. Niemand hilft ihr. Welche Beziehungen hatte sie zu ihrer Mutter? Sie hatte gute Beziehungen bevor, aber dann Mutter sagte, ich habe eigene Familie und du solltest um dich selbst kümmern. Wie fühlte sich ihr Mann Ludwig Hardekopf? Sehr unglücklich, weil er es war nicht genug Geld und die Frau war so ungeschickt. Ich sparte Ludwig das Geld. Er ging zu Fuß zur Arbeit. Warum blickte Hermine verächtlich auf andere Frauen? Sie waren ungebildet, und lasen keine Romane. Welches Buch machte auf sie einen besonderen großen Eindruck? Roman Hermann Sloans, Das zweite Gesicht. Welche Folgen zog sie aus diesem Buch? Dass der Mensch ist ein Freiheit liebt. Und auch so etwas wie ein Held er. Stark. Ja. Welche Folge, wie ertrug Ludwig Hardekopf so ein Leben? Sehr kühn. Er war sehr geduldig. Er war sehr, sehr geduldig, er hatte Geduld. Er trug helderlich. Er trug das sehr, sehr, sehr ohne Worte zu widersprechen. Wie verbrachte die Familie Sonntage? Sie kochten zu Hause. Wie sahen die Hardekopfs aus? Elend. Die Hardekopfs sahen elend aus. So, es war alles aus dem Aufzug sehr interessant auch und weiter. Johann Rebbecher. Gedichte. In seiner umfangreichen lyrischen Produktion wandte sich Becher vom kühnen expressionistischen Neuerer, der in ringende 1911 Verfall und Triumph 1914 und vom pathetischen Revolutionär zum Verfasser von politischen Zweck und epigonaler Gefühlslyrik. Hauptthema während der Emigration ist die Klage um Deutschland. Wenn eines Tages, aus den deutschen Sonetten 1952, wenn eines Tages Deutschland, deine Glocken vereinten sich zu einem Hochgesang und deine Fahnen wehen wie ein Frohlocken. Die Lieder schwingen im Zusammenklang, wenn eines Tages alle deutschen Sender verkünden freilich. Es ist vollbracht, ein deutsches Land sind alle deutschen Länder und eine Macht nur ist es Friedensmacht. Wenn dies erreicht ist, wie ein Händereichen, das sich durch alle Völker weiterreicht, das sie in Liebe Deutschlands Namen nennen. Wenn dies erreicht ist, wird das Herz uns leicht, dann wird das Schwere, wird das Dunkle weichen, dann magst auch du mein Herz die Ruhe können gönnen. Goethes Tod aus dem Buch der Gestalten. Die Augen sind von einem Schirm bedeckt, die merzlich blendet. Durch die Fensterscheiben wärmt es herein und Gottes Hand sie streckt.
Sie zittern so hoch und sie beginnt zu schreiben. Er lehnt sich in den Stuhl zurück, im Liegen schreibt er und spitzt die Finger wie zum Stift. Er schreibt in einer unsichtbaren Schrift. Er schreibt in die Luft mit drei riesenhaften Zügen. Setzt bei Strich, Punkt, scheint etwas auszustreichen. Ein wenig tiefer sind die Hand, die schreibt. Er trinkt in die Luft, das ewig sichtbar bleibend, die Stift da steht und unterstreicht zum Zeichen, dass dieser Satz vor allem wirksam bleibt. Er starb, er schiebt die Hand. Er schrieb die Hand, so starb er scheinbar. Der Schriftsteller stirbt schreibend. Thomas Mann zu seinem Besuch in Weimar, aus dem Buch der Gestalten. Als du aus deiner Heimat warst verbannt, war sie dir in die Fremde nachgezogen, in deiner Sprache hochgewollten Bogen, wie über die Jahrhunderte gespannt, hat sich die Heimat in dir heimgefunden und hat dir ihr Geheimnis anvertraut. Du warst ihr Wiegenlied und Glockenlaut und warst ihr Tod in aller schwersten Stunden. Du hast bewahrt der Sprache Heiligtum, so lieben so, wie nur der lieben kann, der die durchlief die heimatlosen Zeiten. Du Deutschlands Ehre, du Deutschlands Ruhm, willkommen in der Heimat der Befreiten, du Deutschlands Ruhm und Ehre, Thomas Mann. Regen, aus Glück der Ferne leuchtend nah. Der Regen raunt, der Regen rinnt und einer staunt, einer sinnt. Der Regen hält ihn leise wach, der Regen flüstert auf dem Dach. Einer sieht die Dunkelheit und sinnt dem Rätsel nach der Zeit und sinnt erstaunt, wie er im Dunkeln einer Zeit beginnt. Der Regen warnt durch die Nacht und einer in dem dunklen Nacht, einer sinnt und einer staunt und Regen dient und Regen raunt. Warten. Auf dich zu warten wird mir niemals leid. Ich kann von dir nicht Pünktlichkeit verlangen und so für mich meine Wartezeit. Um ein Gedicht auf dich noch anzufangen, so ist die Wartezeit mir rasch vergangen. Ich sitze da in meiner Einsamkeit, warte immer noch, dich zu empfangen. Ich bin mit dem Gedicht schon ziemlich weit. Kann von dir nicht Pünktlichkeit verlangen, habe es eigentlich schon aufgegeben, dass du noch kommst. Da spüre ich deine Hände, als trittest du aus dem Gedicht ins Leben. Doch wollte ich dich mit